Also das ist wahrscheinlich ein innerer Drang, dass ich mich einfach äußern muss. Und am besten habe ich das immer schon mit Tönen gemacht, dass ich einfach gesagt habe, da muss was raus. Und ich erzähle gern Geschichten und wenn, dann tue ich das musikalisch. Und ich glaube, deswegen komponiere ich tatsächlich. Es gibt auf jeden Fall ein Konzert, das mir deswegen so gut gefallen hat, weil es geklappt hat, wirklich im wahrsten Sinne. Und zwar war das ein elektroakustisches Stück und da hat ein Tamtam im wahrsten Sinne von alleine angefangen zu singen und ich hatte das mit so Kontaktabnehmern und konnte diese Töne noch verstärken und es funktionierte und ich glaube 3 Monate lang hatte ich dran gebastelt und da kam nichts Vergleichbares raus und dann in der Premiere ging das tatsächlich gut und auch nie wieder so gut, aber das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich würde sagen, ich kann okay kochen, also so, dass es A schmeckt und B jeder satt ist. Und ich probiere sehr gerne was aus dem Nichts. Also ich habe einfach ein paar Zutaten und dann lasse ich mir immer was Neues einfallen. Was ich am besten vielleicht kann, das sagt man mir nach, ist auf jeden Fall Risotto. Also Pilzrisotto, das mache ich einfach am besten so. Situationsabhängig. Also wenn das nachts ist, dann ist das sicherlich eher schlabbermäßig. Wenn das offiziell ist, im Sinne, da könnte mir jemand über die Schulter schauen, dann habe ich sicherlich was Feineres an. Ich würde sagen, ich habe da noch nie Buch geführt drüber, aber ich habe auf jeden Fall immer was an. Also nackt komponiere ich sehr selten. Ja, das ist einfach, das ist auf jeden Fall Berge. Das liegt natürlich daran, wo wir hier sind in München, beziehungsweise ich bin vom Voralpenland, komme ich her. Und es waren schon immer die Berge, ja.